Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch mal, was wir, ich sag mal, was unser meistverkauftes Paket für den AMG C63 Mopf Modellpflege ist. Auch für den normalen C63, also auch ohne Modellpflege. Ja. Ganz wichtig, folgt uns auf Instagram, ne? Simon Motorsport, folgt auch mir, Franz87, und abonniert den Kanal, wenn ihr dieses Video gut findet. Ja. Heute werde ich euch erklären, was wir alles umbauen, warum wir das machen. Ja. Natürlich messen wir jedes Fahrzeug vorher original. Das wurde gestern schon gemacht. Ich war aber gestern nicht im Haus, deswegen hat der Kollege schon angefangen. Ich habe die Leistungsdaten aber hier vorliegen. Von daher kann ich euch die sagen. Hinter mir AMG C63, KNS-Modell, 476 PS Serie, also das ist quasi die Angabe von Mercedes. Ich drehe die Kamera jetzt mal um und dann zeige ich euch mal, was wir alles an dem Fahrzeug umbauen werden. Hier haben wir das Kfz, ja, das ist der gute M177 4 Liter V8 Biturbo. Ja, man kann immer schön sehen, die Lader bei dem sind im V, ja, also quasi so sind Vierzylinder und so sind Vierzylinder. Ja, hier kann man schön reinschauen. Man hat immer so ein klein bisschen Öl. Ne? Das ist normal. Wenn es viel wird, ist es nicht normal. Die neuen Zündkerzen sind schon verbaut. Die alten zeige ich euch gleich. Was machen wir? Hier einmal unsere Downpipes. 200 Zoller Sportcut sind drin mit Hitzeschutz. Das ist, ich will nicht sagen, es ist super, super extrem wichtig, aber es ist auf jeden Fall besser, um die Hitze abzuhalten, dass sie so macht. Also ein Hitzeschutz, wir machen die immer mit Hitzeschutz, ist einfach besser. Ja? So, hier sind die originalen Downpipes und hier könnt ihr sehen, das sind die originalen Katalysatoren und das sind die originalen bösen OPFs, also Orthopartikelfilter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Leute fragen sich, ey, warum habt ihr das hier geschnitten? Genau, man kann die auch in einem rausholen, allerdings ist das dann für den Endkunden teurer, weil das Getriebe muss raus. Und das sind ungefähr 6, 7, 8 Stunden Arbeit. Wenn man das später wieder zurückbauen möchte, können wir die wieder zusammenschweißen. Das sieht man auch dann wirklich danach nicht mehr. Oder wir arbeiten da mit V-Bahn-Schellen. Übrigens, Downpipes mit 200 Zellen Sportkatalysatoren für einen C63 sowieso generell recht selten. Könnt ihr übrigens auch bei uns im Onlineshop bestellen. Ja? So viel dazu. Dann, jetzt kommt auch noch was Interessantes. Und zwar unser Ansaugsystem Carbon. Hier ist das Originale. Die Filter liegen dort normalerweise drin. Wir arbeiten hier mit einem offenen Ansaugsystem, das ist unser eigenes. Wie ihr sehen könnt, mit Carbonrohren. Ganz wichtig hier auch, dass der Durchmesser richtig schön fett ist. Auch hier gut sichtbar. Ja? Keine Aluminiumrohre, sondern Carbon. Ein schöner Filter dazu. Und dazu noch diese Luftleitbleche. Ich zeige euch das mal. Die sind nämlich sehr wichtig. Das kommt ungefähr so, dann, Moment, so wird das später verbaut. Ja, hier könnt ihr das sehen, ganz easy. So, zack, passt sofort. Ja, so kommt das dann. Und der Filter liegt dann hier und die Luft geht Ram-Air-mäßig dann hier rein. Also alles schön passend gemacht. Auch dieses Ansaugssystem, nicht nur für den C63, sondern auch für den AMG GT, GTR. G63, E63, GT4-Türer und so weiter und so fort könnt ihr bei uns im Online-Shop bestellen. Ja, auch das hier. So, auch die könnt ihr bestellen. Das sind nämlich die Schubumluftadapter, sozusagen Spacer. Ja, die könnt ihr auch bei uns im Online-Shop bestellen. Die bauen wir auch rein, damit die, die einmal komprimierte Luft auch direkt wieder rausgeblasen wird und nicht wieder ins System zurückgeleitet wird. Dann ein CPC-Steuergerät. Das ist ein originales Mercedes-Bauteil. Dadurch, dass das ein Modellpflegemodell ist, brauchen wir das CPC, um hier die V-Max rauszunehmen. Des Weiteren sind da noch ein paar Drehmomentkennfelder drin. Auspuffklappen sind hier auch im CPC-Steuergerät programmiert, wenn man ein MOF-Modell hernimmt. So, der Kollege hat es netterweise aufgeschrieben. Ich zeige euch aber auch dann später das Diagramm. 477 PS, 684 Newtonmeter hat dieser AMG C63 serienmäßig gemacht. Das sind die originalen Kerzen. Die sehen nicht mehr so geil aus, aber auch nicht so schlecht. Andere Zündkerzen, wie gesagt, verbauen wir auch. Die sind schon verbaut. Allerdings nehmen wir nicht diese Mercedes-Kerze, sondern eine andere, wie gesagt. Und gappen, sprich biegen die auch dann nochmal auf Maß. Das nennt sich unser SMN 850 wäre dann noch mit Ladern. SMN 650 Paket, sprich 650 PS,
1000 Newtonmeter. Die ganzen Leistungspakete für verschiedenste Modelle, nicht für alle, weil auch da arbeiten wir gerade noch dran, aber für verschiedenste Modelle könnt ihr bei www.simonmotorsport.com sehen unter Leistungspakete. Und wenn ihr auf Chiptuning geht, findet ihr unseren Chiptuning-Konfigurator. So, und wie gesagt, die ganzen Teile könnt ihr auch für euer Kfz bei uns ganz einfach, zum Beispiel bei PayPal, ja, bezahlen und bei uns im Online-Shop bestellen. So, ich lasse den Tom jetzt mal weitermachen. Mittagspause ist gleich vorbei und dann werden wir uns gleich vom Prüfstand wiedersehen. Also, bis gleich. Ho, 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 ho. Also, Autos wird zusammengebaut. Zusammengebaut. Ach, ich liebe das. Schaut mal. Sieht das nicht geil aus? Ey, das sieht so geil aus. Und Ansatzsystem ist drin, Downpipes sind drin, Software ist drauf, Motor, Getriebe-Software, alles gemacht, CPC ist programmiert und drin. Wir machen jetzt mal einen kleinen Soundcheck, ja? Tom, machst du mal kurz einen Soundcheck für mich? Hey, der lacht ja schon. Dreh mal die Kamera um. Werden die Zuru-Spacer verbaut. Da sind sie. Ne? Und jetzt, wir lassen gerade noch ein bisschen warm laufen. Temperatur hat er schon ein klein wenig, noch nicht so viel. Oder was hat er schon? Ah, oh, hat er eigentlich schon ein bisschen was. Ne? 90 Grad Wasser hat er auf jeden Fall schon mal. Und dann können wir jetzt gleich mit der Messung loslegen. Also, wir sind fertig und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Bevor ich euch das Ergebnis aber zeige, wollte ich so ein klein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern. So. Daily Business, ne? Weil ich mich gerade eben auch noch per E-Mail mit dem Kunden unterhalten habe und ich diese Unterhaltung eigentlich fast jeden Tag führe mit Kunden, entweder per E-Mail oder per Telefon, wo es heißt, die Konkurrenz bietet aber mehr Leistung an. Oder die Mitbewerber bieten mal mehr Leistung an. Da sage ich den Kunden immer, ja, ich kann natürlich jetzt nett schreiben, was ich möchte. Ne? Und am Ende, wenn dem Kunden das Geld abgenommen, ich werde jetzt nicht irgendwie andere Leute schlecht reden oder so, ne? Aber was ich halt meine ist, das passiert halt schon mal, weil wir haben schon mal Kunden, die fragen an, nee, der andere bietet mehr an, gehen dahin und rufen danach wieder bei uns an, ja, ich war da, aber die Leistung wurde gar nicht erreicht und die haben gesagt, liegt am Auto. Das ist so der Klassiker. Also es gibt ja so ein Sprichwort, under promise, over deliver. Unsere Leistungsangaben sind immer, ich sag mal, die Leistungsangaben, die die Autos auf jeden Fall machen, mindestens. Das Thema hatte ich gerade beim RS4 B9, da geben wir 510 PS an, ja. Das letzte Auto hat aber 532 PS gemacht. Als Beispiel, ja, ich könnte auch 530 PS angeben. Aber wenn das Auto nur 528 PS macht, ist der Kunde sauer, sagt, mir fehlen 2 PS, ja. Also wir arbeiten da ein bisschen anders. Also, SMN 650 und wo SMN 650 draufsteht, 650. Mindestens 650. Ich drehe die Kamera mal um und zeige euch dieses Leistungsdiagramm, das man nicht hätte schöner malen können, finde ich. Ich zeige es euch. Oh, schaut euch das mal bitte an. Wie schön ist das? Jetzt mal ernsthaft. 476 gibt Mercedes an, 477 haben wir gemessen, 656 PS und die 6 PS gibt es nämlich geschenkt. So, 684 Newtonmeter ab Werk. Ich meine, 650 sollen sie, glaube ich, machen. 1048 Newtonmeter hat dieses Kfz jetzt. Und ich sage es euch nochmal, schöner hätte man dieses Leistungsdiagramm wirklich nicht malen können. Schaut euch das an. Und ich finde, das Auto sieht auch in dem Mattschwarz wirklich geil aus. Ein absoluter, ich will nicht sagen Sleeper, aber ich würde jetzt nicht, ne? Würde nicht sagen, dass das Ding halt so viel Bums hat. Ne? Also ein sehr, sehr schönes Kfz. Und der Kunde sagte gerade schon zu mir so, ey, weißt du was, wir setzen uns gleich mal hin
Und dann machst du mir gleich mal einen Preis für das 850er Paket. Der ist doch nicht mal fertig mit 650 und will schon 850 haben. Aber diese Kunden lieben wir. Also, kurzes, knappes Video. Alle Pakete, also nicht alle, aber Mercedes-AMG-Pakete findet ihr auf jeden Fall auf unserer Webseite www.simonmotorsport.com unter Leistungspakete. Und dann haben wir auch noch den Chip-Tuning-Konfigurator für die ganzen Stage-1-Only-Sachen. Es geht jetzt auf Probefahrt, gucke, ob alles in Ordnung ist. Und dann liefere ich dem Kunden das Auto aus, beziehungsweise übergebe es ihm, die warten mich da hinten. Und der kann schon kaum abwarten übrigens. Ja, und dann ist dieses Fahrzeug dann auch einmal komplett fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt das gerne, lasst einen Kommentar da, natürlich auch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.